Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich hänge immer noch an demselben Boy. Es ist immer noch derselbe Abend. Es hat sich nichts geändert, außer dass ich keine Lust mehr habe. Deswegen gucke ich mich mal noch ein bisschen woanders um. Ich werde ein bisschen schauen, was hier sonst noch so geht. Ich hatte hier oben bei dem Wolf was gesehen. Ich brauche ein bisschen Abwechslung. Ich muss ein bisschen was anderes machen. Wir schauen uns mal ein bisschen woanders um. So. Hallo Wölfchen. So, warte mal. Achso, bei dir habe ich den Eid geleistet. Ja, die Eide sind doch immer für PvP, hat's geheißen. So. Ich will mal hier hoch. Da oben war was. Okay, ich. Ja, alles klar. Und da ist. Wait. Da ist ein Loot. Moment. Habe ich den einfach übersehen? Was geht hier noch? Hier ging es doch nach oben, ja. Ha, guck mal. Asche eines Traumjägers. Was ist das? Und was ist das? Also, PvP-Kram. Asche eines Traumjägers. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienerin. Ha. Okay. Sterbe ich, wenn ich hier runterspringe? Nee, ne? Ah, easy. Was ging hier oben noch? Und dann war in dem Dorf. In dem Dorf ist unten noch was rumgelaufen. Nur, ich weiß nicht, ob ich da irgendwo falsch abgebogen war oder keine Ahnung. Also vom Turm aus, von dem Kumpel, der da. Okay, das sieht hier wild aus. Ha. Von dem Kumpel mit dem Riesenbogen. Also den Dicken da hinten, das spare ich mir jetzt mal. Das sieht aus, als würden die Steine hier unter mir zusammenbrechen. Wo bin ich denn hier gelandet? What the fuck? Hier geblieben. Nee, wartet kurz. Ich komme gleich zu euch, ich komme gleich zu euch. Jetzt hat. So, jetzt können wir. Komm hoch. Nee? Dann halt nicht. Okay. Da geht nix. Gut, alles klar. Dann jetzt zu euch. Ja, ich hätte aber schon gerne ein Schild jetzt hier. Schießt der mit seiner Armbrust? Wir haben Armbruster am Start. Nee, ihr verhaut mich jetzt hier nicht. So, Herr Armbruster. Und jetzt? Hä? So, und du?
Hörst auf, Sachen nach mir zu werfen, bitte. Wer bist du denn? Du lebst doch noch. Lebst du nicht mehr? Der Pilger. Der Pilger ist bis zu dem Tor gekommen und dann... Oh, armer Kerl. Armer, armer Kerl. Oh! Ups. Ja. War von uns beiden nicht so geplant, aber... Tja, mein Vorteil. Hallöchen. Ey, nein. Ich weiß nicht, ob der Drache gleich aufwacht. Ich vermute es. Komm, bleib. Danke. Und dann war hier nochmal irgendwo eins. Wo bist du? Da. War hier noch eins? Nee. Zwei große Titanitscherben. Da kann ich nochmal die Axt aufleveln. Drachenwappenschild. Was kannst du? Parieren. Wehrt den Angriff zum richtigen Zeitpunkt ab und Konter mit dem kritischen Treffer wirkt unabhängig von der Schildhand. Joa. Okay. Wird wahrscheinlich einfach ein Ticken besser sein noch. Weiß ich nicht. Hier oben ging es doch noch weiter. Habe ich das richtig gesehen? Ah, da sind... Ach so, halt! Ah! Ich dachte, die da drüben beten den Drachen an. Aber machen sie gar nicht. Ups. Die sind nur bis hier hingekommen und wurden dann aufgehalten von dem Drachen. Blitzspeer. Ja, das hätte natürlich auch was. Wahrscheinlich, weil der die Brücke kaputt gemacht hat oder sowas. Oh, und die wollten noch weiter in die Richtung. Und der eine ist ein bisschen weiter gekommen. Okay, verstehe. Nun, dann haben wir das große Lootgebiet ausgesaugt. Was natürlich schade ist, weil Fortschritt gibt es jetzt hier keinen. Kann ich von hier oben irgendwas sehen? Das ist die Kapelle. Ist hier irgendwas Interessantes da unten noch? Da sind noch ein paar. Da hinten ist das Dorf. Ist das das Dorf? Ja, ne? Ja. Warte, oder bist du die Kapelle, in die ich eigentlich will? Ich will doch in irgendeine Kapelle, dachte ich. Ja, was machen wir mit dir da drüben, Versuche ich das jetzt nochmal? Nee, der hat kaum Schaden durch mich bekommen. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich habe nicht schon wieder Lust, auf die Fresse zu kriegen. Ich will jetzt ein bisschen Schellen verteilen und nicht noch weiter eine aufs Maul bekommen. Ich habe 3 Stunden jetzt... 3 Stunden aufs Maul bekommen. Ich muss gerade kurz auf die Uhr schauen. Aber ja, ich habe 3 Stunden aufs Maul bekommen. Es reicht. So. Und den Sumpf finde ich auch scheiße. Sumpf habe ich auch keinen Bock drauf. Ist auch kacke. Also. Hier. Ich guck mich hier noch ein bisschen um. Weil ich glaube... Doch, warte, in die Richtung bin ich schon gelaufen. Da habe ich die Tür von hinten aufgemacht. Ach, Mist. Aber Moment.
Ich habe mit dem Kollegen da oben Frieden geschlossen. Wo war jetzt? Das ist hier. Das ist ja direkt hier. Stimmt. Hi. Können wir kurz... Warte. Aua! Aua! Und stopp bitte! Halt doch die Schnauze jetzt. Ja, immerhin laggen die Gegner auch, genau. Es tut mir echt schrecklich leid. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich werde beim nächsten Mal nochmal probieren, das in den Griff zu kriegen. Heute war es probiert. Aber ich kann halt leider nicht spielen. Ich merke das ja dann auch immer erst beim Spielen. Der Große da oben gehört jetzt zu mir. Was? Ey! Warte kurz. Ah, super. Ey, nicht auf mich schießen, Mann! Hallo, ich bin's. Verstärkte Keule. Oh, irgendwas ist hier. Irgendwas ist. Oh, oh Gott. Du kleiner, dreckiger. Das gibt's nicht, ey. Oh, nee, ich hab eine Ku Klux Klan-Ausrüstung bekommen. Ah, nee, doch nicht. Blaue Klerikerrobe, okay. Asche eines Bestatters. Ah, okay. Nachher gleich mal gucken, was die Lady am... Was die Lady am Schrein noch so für mich hat. Muss ich da rüber hüpfen, wa? Untoten Knochensplitter. Da. Oh ja. Das ist gut. Das ist gut. Nice. Einfach mal ein bisschen looten gehen. Einfach mal ein bisschen looten gehen. So. Und jetzt, also, jetzt bei der Schreinlady schauen, was die mir verkauft. Dann würde ich noch mal gerne ins Dorf gucken. Ist hier bei den Ratten, gibt es hier noch einen anderen Aufgang? Nee, ne? Hier waren nur die Ratten im Nebel und dahinter ist aber keine Tür, oder? Ist das dann Durchgang? Wer zu sagen? Nee, das, oder? Nee, das ist kein Durchgang. Also nur die Ratten im Nebel. Und keine Durchgänge. Okay, alles klar, dann ist hier nichts mehr. Passt. Okay, also. Mal ganz kurz gucken, was mir die Schreinlady jetzt verkauft, wenn ich ihr die Asche gebe.
Vielleicht kriege ich ja langsam mal einen Zauber, den ich gerne auch mal benutzen würde. Ich habe noch nie Zauber in diesen Spielen benutzt. Ich habe was für dich. Wie jetzt? Ah, du bist Feuerhüter. Moment, nee. Wait. Ja, ja, ist gut. Ah, Moment, die? Die habe ich ganz vergessen. Die habe ich ja ganz vergessen. Schattenasche hergeben. Ja, warum muss ich das auswählen? Nimm einfach. Nährend. I only hope these new wares content thee. Bisschen wahnsinnig ist sie auch. Hier, die andere nimm auch. Fürchterlich. Taugt zu nichts. Entschuldigung? Where didst thou happen upon the stuff? Tell me for the sport. Ich weiß nicht mal mehr, welche das war. Die eine war, habe ich auf dem Friedhof gefunden? Und wo habe ich die andere gefunden? Es tauge nichts. Was war das? Was stand da dran für eine... Ach, so ein Mist. Jetzt müsste ich rückwärts spulen in der Aufnahme. Habt ihr das gerade? Welche war jetzt die zweite, die ich ihr gegeben habe? Habt ihr das zufällig gesehen? Ich habe einfach geklickt. Ich sollte mir durchlesen, was ich ihr gebe, ne? So ein Mist. Ja, ich sag's ihr. Hochtrabende Träume in dieser sterbenden Welt zu kommen. Von einem wahrlich großen Narren stammen. Was weiß ich denn, ob ich da zustimmen würde? Das war Asche. Als ob ich aus Asche irgendwas lesen kann. So, was hast du jetzt alles für mich? Aha. Lässt den Finstergeist darüber hinaus früher auftreten. Aha. Schlüssel. Oh, die Schlüssel. Tür der Kanalisation der Untotensiedlung. Aha. Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. Oh. Oh Gott. Ich habe ja noch den nackten Ninja. Mit dem könnte ich mich mal nochmal versuchen anzulegen. Aber den kaufe ich jetzt mal, weil ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ashen One, be sure to bring more souls. Ja. Keine Ahnung, ob es reicht. 1500 brauche ich. Ach ja, klar. Okay. Dann halt nicht. Okay. Danke, jetzt reicht's. Oh. Ich war nie weg. Ich stand die ganze Zeit vor dir, aber vermutlich, weil ich mich nicht bewegt habe, hast du es nicht mitbekommen. Wehe! Unten in der Kanalisation ist nichts Tolles. Ashen One? Ja! Nee, doch nicht? Okay. So. Guck ich mal nach dem. Ja, warum eigentlich nicht? Komm, wir gucken mal, ob ich den. Was der Ninja noch so von sich gibt. Das müsste hier sein.
Hier müsste ich am schnellsten dahin kommen. Zum nackten Ninja. Den ich schon fast vergessen hatte. Sieht gut aus. Ja, Jungs. Von euch will ich eigentlich gerade echt gar nichts. Nackter Ninja. Nackter Ninja. Da ist er. Ist hier was, was mich noch von hinten anfällt? Ja. Eventuell. Man weiß ja nie. Lieber mal abschlachten. So. Nackter Ninja. Wie sieht's aus? Haben wir hier noch einen Gegner? Nee, wir beide. Ey, Alter. Er ist schon hart, ne? Aua. Aua. Du bist schon echt eine harte Nummer, Kollege. Nee, 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 stopp, 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 stopp. Okay. Okay, der nackte Ninja ist besiegt. Gib mir dein Katana. Wahrscheinlich geht's darum. Uchi-Katana, ja. Gewänder des Meisters. Handschuhe des Meisters. Okay. Haben die das gemacht, weil das Katana im ersten Teil so krass gemocht wurde? So, und das ist jetzt der... Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Was? Hier steht Feuerbandschrein. Okay, das ist seltsam. Das ist äußerst seltsam. Und da liegt ja Loot rum. Ost-West-Schild. Kannst du irgendwas? Ah, sieht nicht so aus. Nee. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ist sehr, sehr seltsam, weil... Am Feuerbandschrein bin ich doch in jede Ecke gelaufen. Geht's hier noch irgendwo weiter? Nee, hier komme ich ja nicht hoch. Ha. Da unten ist ein Hundi. Und noch mehr Loot. Eine Glut. Okay, nun. Also. Moment. Hier war ich noch nicht. Ach, guck mal einer an. Ah. Andere Richtung. Komme ich in der anderen Richtung auch nach oben? Ja. Ah, das macht mir gerade ein bisschen mehr Spaß.
Hier einfach mal ein bisschen zu entdecken noch. Mir war gar nicht klar, dass es hier noch so voll die Action gibt. Das ist ja mal geil, ey. Ah, und das ist der, hier ist der Turm. Aha, schau mal an. Super. Okay. Okay. Oh. Das ist aber schade jetzt. Aber in die Richtung ist doch diese Tür. Beziehungsweise diese... Ja, die Tür, die sich nicht... Aber ist das dann... Also hier komme ich nur mit dem Schlüssel weiter, den die Alte hat. Da geht's dann nach oben. Kann man dann hier die Leiter aufmachen. Respawn und was weiß ich nicht alles. Und keine Ahnung, was da oben alles sein wird. Da brauche ich aber erst die 20.000 Seelen. Das heißt, ich werde jetzt mal den Schlüssel für die Kanalisation benutzen. Ich habe noch einen kleinen Verdacht, aber ich vermute fast, dass das Quatsch ist. Ja. Die ist wieder da. Hello again. Ja, hi. I have since heard a great deal about you. Ach so. For one, that you are most gentle of heart. Äußerst sanften Herzens. I too am bound by duty, but can offer you my sign. Dein Zeichen. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. Okay. Nope. So, jetzt ist die Frage, ich glaube am besten hier, von hier aus. Hallöchen. Ja, lass mich durch. Keiner mag dich. Ich hab... Nee, du kleine Ratte. Hässlicher Gnom. Hässlicher Gnom. So, und an euch laufe ich jetzt einfach vorbei. Ist mir egal. Ja, ich weiß. So, den oben brauche ich ja nicht bekämpfen. Hier unten erschreckt mich dann der geradeaus. Ich glaube, der? Nee, der steht auf. Ey, dass ich den nicht treffen kann, das ist voll mies. Also, ich dachte jetzt, vielleicht wäre es die Tür. Ach nö, das ist die falsche Tür. Zuschauerexplosion. Oh mein Gott, Tilo. Warum? Ich sag doch sowas nicht. Ich habe bei mir nirgends die Zuschauer angezeigt. Ey. Ich weiß nicht, wie viele Leute zuschauen. Ich mache einfach mein Ding. Und anscheinend... Jetzt weiß ich's. 4317. Alright. Zweistellig. Ja, cool. Danke, danke, Leute. Schön, es freut mich, dass ihr da seid. Cool. Schön, dass ihr da seid. So, ja, das war nicht die... Oh, ich hab euch vergessen und ich bleib auch noch genau da stehen! Ich bleib... Nein, hört auf!
Nicht verprügeln! Dir ist dein Fame zu Kopf gestiegen. Mein Fame. Ey, apropos mein Fame. Ich hab ja schon mal mit dem Gedanken gespielt, das Logo von mir auf eine Cap zu drucken. Würde das jemand von euch haben wollen? So eine Cap mit dem Logo drauf? Nur Logo ohne Name? Wäre das cool? Also ich fände die schon cool. Schon kommt der Merch-Store. Nee, aber wenn ich jetzt nur eine machen lasse, weißt? So, dann... Komm, du blöde Käfigkrabbe. Dämliche Käfigkrabbe, ich... Ah, jetzt okay, da hatte ich denn die richtige Entfernung in dem Fall. Auf einem Schlauchschal. Ah, okay. Auf einem Schlauchschal, okay, ja. Könnte man ja, wenn man dann irgendwo bestellt... Ich würde mir halt gerne eine bestellen. Und wenn ich dann nur eine bestelle, wisst ihr, ich kann halt, kriege ich halt Rabatt, wenn ich gleich 10 bestelle. So, ne? Deswegen frage ich. Wo ist jetzt diese dämliche Kanalisation? Ach, da ist wieder die Oma. Okay, Moment. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich habe doch gerade einen Schlüssel. Vielleicht ist bei den Ratten doch noch was. Jetzt bin ich zum falschen Schrein. Egal. Oh, Badehose ist eigentlich auch cool. Direkt einen Merch-Store machen. Moment mal. Moment mal. Nicht vergessen. Keine untoten Splitter im Inventar. Schade. Ist doch bei der Ratte noch was? Muss nochmal gleich den Schlüssel lesen. Aber dann vielleicht... Kanalisation, weil die Ratte sitzt in der Kanalisation. Jetzt gucke ich nochmal schnell, was da steht. Zur Tür der Kanalisation. Nee. Das ist nicht bei der Ratte. Weil die... Da bin ich ja schon in der Kanalisation. Und ich bin doch in der Untotensiedlung, oder? Untotensiedlung. Ha. Aber ich glaube, hier an dieser Stelle, wo ich hier gerade bin... Oh! Oben bei den Boys? Gibt es da ein besseres Leuchtfeuer? Ja, gibt's. Also Thilo wäre auf jeden Fall dabei. Bei einer Badehose oder sowas. Aber da kriege ich dann halt auch wieder keinen Mengenrabatt. Aber ich behalte es mal im Hinterkopf. Wenn ich irgendwo mal eine bestelle, dann können wir ja trotzdem da noch eine... Dann zusätzlich einfach eine Badehose mitbestellen oder so. Können wir uns auch gerne mal zusammen hinsetzen und überlegen, wo man das Logo am coolsten hinpackt, wo du es gerne hättest. Bei den Boys, hier sitzt nur einer, ne? Hi, ich bin's wieder. Lange nicht gesehen. Ist das hier die Kanalisation? Ach, nee! Schande. Hast du irgendwo eine Kanalisation gesehen? Around in cells, do you? In andere. How very genteel. Was? Lebst du da? Sorry, ich wusste nicht, dass das dein Zuhause ist. Sieht gemütlich aus. Ups. Hashtag cozy, genau.
Friss meinen Topf. Hier, nimm Brei. Friss Brei. Oh, okay, den habe ich nicht kommen sehen. Im wahrsten Sinne. Hier, friss meinen Brei. Hi, wer bist du? Wo ist hier eine Tür zu einer Kanalisation? Ey, komm, also eigentlich, also ich vermute, dass es hier nach unten geht, weil das sieht irgendwie so aus, ne? Dass man hier irgendwie vielleicht hier runterkommt. Aber es würde ja schon Sinn machen, dass das hier unten irgendwo ist, ne? Doch bei den Ratten. Dann muss ich halt doch mal die große Ratte kaputt machen. Dann muss ich halt doch mal die große Ratte bekämpfen. Ah, das ist schon wesentlich angenehmer jetzt mittlerweile. Da ist eine Tür. Ha! Oh, ups. Okay. Nice. Grabschlüssel. So hieß der wohl. Danke. Lendentuch. Was hast du noch? An der Statue von Velka beten. Vergebung erbitten, Läuterung erbitten. Ich wüsste nicht, dass man mir vergeben sollte oder dass ich geläutert werden sollte, weiß ich auch nicht. Also, Rotgriff, Hellebarde. Hellebarde ist jetzt nicht so meins. Auch wenn die in Dark Souls 2 habe ich die relativ viel dann doch gespielt gehabt. Und hier liegen Skelette am Boden, die aufstehen. Jetzt ist nur die Frage, bleibt ihr liegen? Ich meine, ich habe euch mit Feuer angezündet. Ich habe euch mit Feuer angezündet, also bleibt bitte liegen. Gut. Das steht gleich hinter mir auf, ne? Ja. Hey, wer bist du denn? Der große Bruder? Entschuldigung, wollte nicht deinen Kumpel killen. Ah. Die Hexe von oben. Steht hier rum. Oh Mann, ey. Die ist jetzt auch viel einfacher, ey. Das ist so krass, ne? Oh, Leute, das hier sieht doch schon wieder nach einem Bait aus, aber sowas von... Ah ja, da oben steht der... Okay, ich weiß, wo der Bait herkommt. Alles klar. Das ist jetzt nicht so schlimm. Guten Abend, der Dennard. Grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Wie geht's eigentlich so? Hey, grüß dich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du runterspringst, ehrlich gesagt. Ich dachte, du wirfst einfach deinen Topf mit Brei nach mir. Aua. Nee, 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 nee. Och. Verdammt. Wie es mir geht. Aktuell? Okay.
Aktuell ist okay. Ja, genau. Ich hab heute schon 3 Stunden gegen den Boss gekämpft. Also wenn irgendwer eine Idee hat, warum ich diese Lags habe, alle 3/4 Stunde oder so. Oh nein! Oh! Okay. Fast ins Loch gefallen. Alle 3/4 Stunde 2 bis 3 kurze Lags und danach nichts. Danach läuft das stabil auf den stabilsten 60 FPS, die ich aus Spielen kenne. Falls jemand eine Idee hat, immer her damit. Ja, ich habe 3 Stunden gegen einen Boss gekämpft heute und ich konnte jetzt nicht mehr. Ich habe leichte Wut in mir aufsteigen gespürt und mir gedacht, ich mache jetzt ein bisschen was anderes. Sechs Stunden, das ist ja lächerlich. Mein längster ist bei 8 Stunden und ich habe ihn nicht geschafft bisher. Und zwar Dark Souls 2 Rauchritter. Der ist noch offen, der Kollege. Der hat sich auf jeden Fall noch eine Schelle von mir verdient. Aua, 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 aua. Die sind schon übel. Vor allem kriege ich... Ich dachte erst, ich kann sie staggern, aber irgendwie auch nicht. Und dann hört er ja auch nicht auf, mit seiner riesigen Säge auf mich einzuprügeln. Jetzt muss ich nochmal bis da unten latschen. Finde ich eigentlich nicht so geil. Ah, okay, bei Dark Souls bist du raus. Ja, Bloodborne wird es bei mir wahrscheinlich auch noch irgendwann geben. Ich habe mir die Aufgabe gestellt, dieses Jahr alle Soulspawn-Bosse zu killen. Also alle Bosse in allen From-Software. Souls-Likes. Vielleicht schmeiße ich auch noch sowas wie Armored Core mit rein. Season 7 bei Battlefield 2042. Das ist natürlich auch geil. Ich muss unbedingt mal Battlefield wieder reingucken. Soll ja viel gut geworden sein und besser. Was am Anfang nicht so geil war. Der Dennard! Danke für den Follow, Mann. Dankeschön. Könnt ihr mal... Jawohl! Alle Skelette sterben! Super. Gut. Haben wir noch eins? Ja. Dann den Kollegen, der hinter mir aufsteht. Zip. Dann den Kollegen, der von hier kommt. Dann ist hier noch ein Hund, der jetzt aktuell nicht da ist. Seltsam. Okay. Elden Ring kommt, gibt's bei mir dann auch noch und alles, ne? Also das... Die Hexe, wie die hier unten stehen. Ist das geil. Einfach nur geil. Wie die da unten rumgammeln. Elden Ring, genau. Also da möchte ich auf jeden Fall, da denke ich dann auch ein bisschen an den Kanal, ne? Da möchte ich auch den Hype ein bisschen mitnehmen. Deswegen versuche ich gerade zügig durch Dark Souls 3 durchzukommen. Aua. Passt. So, jetzt können wir weiter. Genau. Ich versuche zügig durch Dark Souls 3 durchzukommen, damit ich dann den Elden Ring Hype ein bisschen mitnehmen kann. Das sieht doch hier schon wieder... Das sieht doch schon wieder unfair aus. Aber da ist eine Leiter nach oben.
Das gucke ich mir nachher an. Ach, hier ist zu Ende. Ah, hier komme ich in den... Ah. Das war's schon hier unten, oder wie? Bin ich jetzt irgendwo abgebogen oder so, wo es nichts? Nee, das war's. Das, jetzt werde ich hier gleich gefressen. Von 10 Ratten. Ja! Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Ah nein, er läuft ja einen Meter nach vorne. Ah, okay. Gut. Elden Ring ist richtig gut. Wow, okay. Ja, ich finde ja auch, es ist jetzt kein direkter Vergleich, aber es ist halt doch irgendwo, gehört auch ein bisschen dazu. Zelda, das neue Breath of the Wild und Tears of the Kingdom feiere ich richtig hart ab. Und es ist halt so Open World, gut gemachte Open World. Und die, das finde ich schon auch richtig stark. Und das soll Elden Ring auch sein, deswegen. Wie kommst denn du auf mich mit Dark Souls, wenn du gar nicht Dark Souls so drin bist? Das wundert mich gerade ein kleines bisschen. So, hi, wer bist du? Ich bin's. Someone there? Anyone? Ich bin's. Oh, please, whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Oh Mann. Oh Gott, das wird nicht besser heute. Echt nicht. Ich lasse es unkommentiert. Ihr wisst, was ich witzig finde daran. Ah, vom Support-Discord. Cool. Hey, krass. Geil. Ja, schön. Freut mich. Berühren. Auf jeden Fall. Komm, steh auf. Oh, yes, there you are. So close indeed. Then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. Ich bin auf jeden Fall ein Champion, ja. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service? Ja, klar! Komm! Oh, thank you, sweet champion. Komm mit, Weed Champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Ah, nachdem wir uns ja schon berührt haben. You've gone and rescued her, have you? Ja, schon. Very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Hast du jetzt was dagegen, oder wie? Very well. I'm sick of looking after her at any rate. Ach, du hast auf sie aufgepasst. I am Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. Ja, mach ich. And only for that long. Oh nee, das ist doch hier schon wieder so eine Nummer. Ich hab's in Dark Souls 1 nie mitbekommen, weil ich den Goldjungen immer gleich gekillt hab. Aber der verrät einen dann doch irgendwann und killt die Feuerhüterin. Und das ist doch, das klingt doch hier nach so einer Nummer. What's the matter? My terms are very simple. Außerdem hat er eine verdammt geile Keule. For as long as you assure the girl's safety. And only for that long.
Und der lacht auch so dreckig. Wie? Ja, du gibst mir nichts, oder was? Ja, dann hauen wir uns jetzt auf die Schnauze. What is it now? Lost it, have you? Then I'll take care of you. As many times as it takes. Hoppla. Du hast einen guten Schild. Und eine dicke Keule. Und eine coole Rüstung. Die will ich haben. Aua. Oh, er hat eine Homing-Keule auch noch. Das ist ein bisschen schlecht. Oh, er kann auch saufen. Nee, wollen wir nicht. Ja, ich glaube, ich sterbe hier jetzt. Riss meine Brandbombe! Mist. Stay dead this time. Nee, ich komme gleich wieder. Bin gleich wieder da. Den kann ich besiegen. Nicht so wie den Boss, den der mich da... Bleibt diesmal tot, ja. Das ist auch echt eine geile Aussage. Ich hoffe, er sitzt noch da. Oder steht da jetzt rum. Nee, nicht ins Loch fallen. Eine coole Rüstung, größere Rüstung mit guten Stats. Ey, die wird dann auch gute Stats haben. Ich bin gespannt. So, Herr Karim. Ich hole mir erstmal meinen Loot. Warte. Ah, ja. Genau. Das Anvisieren in Dark Souls. Erstmal ein bisschen tänzeln. Dann zusammen mal mit mir. Oh, shit. Warte kurz. Ich bin noch nicht so richtig bereit für dich, habe ich das Gefühl. So, jetzt hat. Ja, Bogenboy. Bogenschützen, Riesenbogenschütze. Könntest du zu mir kommen und mir helfen? Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von dieser Rollerei. Ich würde ihn echt lieber irgendwie... Nee, aua, nein, nicht in ihn rein. Oh Gott, ja, ich muss auch saufen. Warte kurz. Nicht so cool. Boah, die Reichweite. Wenn er den einhändig schwingt, seinen geilen Kolben. Oh Gott. Ach, da kommt er zweimal geschwungen. Sauferei dauert 100 Jahre. Okay. Da muss ich doch ein bisschen... Was denn? Ja, so sieht's nämlich aus. Ist er tot? Ah,
Lass mich runtergucken. Ich glaube, er ist tot. Jetzt muss ich da runter seinen Loot holen. Ah. Mensch. Egon. Egon hieß er, oder? Ich glaube, er hieß Egon. Egon von Karim. Oh nee, da unten sind die Ratten. Okay, schnell durch. Oh, Lag. Und der zweite Lag. Und jetzt ist vorbei. Ja. Ich weiß. Ihr seid hier. Ich will da nur schnell durch. Danke. Weil Egon ist nämlich runtergefallen. Kämpft gegen starken Gegner. Ja, Entschuldigung. Ja, guck mal an. Wehklagendes Schild und einen fetten Riesenhammer. Jetzt hab ich den Kolben. Oh, 50 Stärke, heiliger Strohsack. Und was Glaube braucht er auch? Großhammer. Ja, Egon, finde ich cool. Werde ich drauf leveln. Ich will den benutzen. Ich habe so Bock auf diesen Schlägel. Und was sagt das Schild? Der Schild? Entschuldigung. Oh, der braucht auch 50 Stärke. Ha. Aber wir haben Egon gekillt. Ist eigentlich egal. Feuerbandschrein. Doch, Feuerbandschrein. Ich glaube, ich kann... Kann ich nochmal leveln? Ich glaube ja, die Waffe. Kann ich nochmal hochleveln, glaube ich. Ey, Dennard, vielen Dank. Danke fürs Einschalten, Mann. Und Dankeschön. Waffe verstärken. So, was haben wir denn hier? Ja, große... Also, nächstes Level. Einfach noch weiter pumpen. Noch weiter gepumpt. Wenn ich dann irgendwann den Riesenknüppel benutze, ist zwar... Ah, Funkeltitanit. Ja, okay. Ja, und das Uchigatana habe ich ja auch. Aber da brauche ich mehr Geschicklichkeit. Das wäre dann eh ein Dexterity-Build, ne? Den ich dann machen müsste. Ich spreche schon in Dark Souls Fachausdrücken. Mein Gott, ey. Zu was ihr mich getrieben habt. Ja. Aber ich will ja eh noch ein bisschen Geschicklichkeit. Aber jetzt will ich auch Stärke, weil ich diesen riesen Kolben gefunden habe. Oh, warte. Ich will ja auch gucken. Ich muss mal kurz schauen, was der hier für eine Fähigkeit. Wehklagen. Ein leises Gebet zum Schild lässt der Frau ein lautes Ächzen entfahren, das Feinde anlockt. Was? Warum? Oh Mann. Ja, Egon. Stimmt, er heißt Egon. Wusste ich doch. Egon mit EY. Aber Egon, habe ich doch richtig im Kopf gehabt. Guck mal an. Mehr Feind, mehr er. Genau. So. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Für diejenigen auf Twitch, die es noch nicht wissen, bleibt gerne noch einen Moment dran. Es geht vielleicht weiter. Ist schon. Ich wollte nicht mehr so spät ins Bett gehen. Wir reden gleich drüber.
Ich mache nur ein Outro für YouTube. Also, und die auf YouTube eingeschaltet haben, wissen auch Bescheid. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.